Guten Abend, herzlich willkommen zu einer Report-Spezialausgabe am Tag 1 nach der Wahl. Was kommt jetzt, nachdem die FPÖ erstmals bei einer Nationalratswahl Platz 1 erreicht und somit die politische Landschaft nunmehr eine ganz andere ist? Wie auf diesen Blick hier sichtbar, denn so türkis mit ein paar Einsprengsel sah die politische Landkarte auf Bezirksebene noch vor 5 Jahren nach der letzten Wahl aus. Und so, mehrheitlich blau eingefärbt, sieht sie seit gestern aus. Warum das so ist, sprich wer hat wen gewählt, das sehen wir uns an, denn es gibt vor allem zwischen den Pensionisten und Erwerbstätigen große Unterschiede. So ist die ÖVP bei den Erwerbstätigen unterdurchschnittlich schwach und kommt nur auf 20% der Stimmen. Auch die SPÖ hat mit 18% unterdurchschnittlich abgeschnitten. Dafür ist die FPÖ mit 36% der Stimmen mit klarem Abstand die stimmenstärkste Partei bei den Erwerbstätigen. Umgekehrt stellt es sich dar, wenn man auf die Stimmen der Pensionistinnen und Pensionisten schaut, das ist der rechte Balken. Hier war die ÖVP sehr stark und hat 39% der Stimmen bekommen, die SPÖ 25%, gefolgt von der FPÖ mit 21%. Und was heißt das jetzt für Koalitionsverhandlungen, nachdem ÖVP-Chef Karl Nehammer mit einem historischen Minus auf Platz 2 bei seinem Nein zu Herbert Kickl bleibt und die SPÖ mit Andreas Babler mit einem Minus von 0,1 Prozentpunkten erstmals bundesweit auf Platz 3 zu liegen kommt? Bedeutet das Stand heute ein blauer Wahlsieg, jedoch ohne Regierungsticket? Oder bringen die nächsten Wochen doch noch Überraschungen? Das analysieren wir live im Studio mit dem Politikberater Thomas Hofer und der Wahlforscherin Katrin Praportnik. Zuvor liefern uns aber Sophie Christin Hausberger, Martin Pusch, Alexander Sattmann und Diana Weidlinger einen Überblick, wie sich FPÖ, ÖVP und SPÖ am Tag 1 nach der Wahl strategisch positionieren. Darf man schon? Ja, das geht schon. Auf der Suche nach der neuen Rolle. Seit gestern ist Herbert Kickl mit seiner FPÖ die Nummer 1. Karl Nehammer und Andreas Babler bleibt vorerst nur zu gratulieren. Koalieren mit Kickl, das will keiner. Hat es Herbert Kickl verabsäumt, rechtzeitig zu schauen, einen Koalitionspartner zu finden, einen sich gewogen zu machen? Ich bin mir gar nicht sicher, ob er es verabsäumt hat, weil der Kurs, den er eingeschlagen hat, dieser radikalisierte Kurs mit Corona und so weiter, hat ja auch im Endeffekt zum Wiederaufstieg und zur Stabilisation der Freiheitlichen geführt. Und der Preis dieses Erfolgs ist jetzt quasi eigentlich keinen Allianzpartner zu haben. Von wegen knapp. Der Wahlabend wird zum blauen Triumphzug. Rund 29%, das beste Ergebnis der Geschichte für die Freiheitlichen. Wir haben eine Tür aufgestoßen zu einer neuen Ära. Wir werden jetzt wirklich dieses neue Kapitel der österreichischen Geschichte miteinander schreiben. Bei den anderen habe ich heute das Gefühl gehabt, bei den Diskussionen, ich weiß nicht. Ja, die waren ein bisschen in einer Schockstarre und haben so getan, als ob es diese Wahl nicht gegeben hätte. Ich gebe ihnen noch 2, 3 Tage zum Nachdenken, dann hoffen wir, dass sie zur Besinnung kommen. Es wäre auch in ihrem eigenen Interesse, möchte ich jetzt einmal sagen. Endlich Kanzler? Ob Kickl den Wunsch seiner Anhänger erfüllen kann, ist derzeit höchst fraglich. Aber so oder so, er ist in einer bequemen Position. Sollte er die ÖVP nicht als Juniorpartner gewinnen können, dann kann die FPÖ an ihrer Erzählung der Ausgrenzung festhalten. Wird Herbert Kickl jetzt Kanzler? Ja, ich glaube auch deshalb, weil Herbert Kickl in seiner insgesamten persönlichen Eigenschaft sehr konziliant ist, sehr entgegenkommend, viel Empathie hat. Und ich glaube, Herbert Kickl wird das sehr gut machen. Und so manche, die so geschrien haben, das geht nicht, werden sich wahrscheinlich anders bewegen. Mit wem sollten die FPÖ jetzt regieren? Ja, das frage ich mich auch. Ja, wahrscheinlich werden es wahrscheinlich die Schwarzen wieder sein. Ne? Sie haben die Hoffnung, dass Kickl Kanzler wird? Ich habe keine Hoffnung, ich weiß es. Sie wissen es? Ja. Warum? Schauen Sie ins Universum. Dort steht das? Ja, dort steht das. Und steht dort auch, mit wem die FPÖ regieren wird? Das steht auch in den Sternen. Und ich würde vorschlagen, ein Hoch auf uns, auf die Volkspartei. Ein Hoch auf uns. Feiern, obwohl die Prozentpunkte fallen.
Karl Nehammer hat Platz 1 verloren und hat trotzdem gute Chancen, Kanzler zu bleiben. Wahrscheinlich ist eine Dirndl-Koalition mit Rot und Pink. Dass die ÖVP in einem Pakt mit der FPÖ auf den Kanzler verzichtet, ist unrealistisch. Jetzt geht es darum, dass wir weiter genau zu dem stehen, was wir vor der Wahl versprochen haben, gilt auch nach der Wahl. Ich denke, dass es hier klar eine Aussage des Bundeskanzlers gibt, dass er mit der Kickl-FPÖ keine Zusammenarbeit sucht. Ich glaube, dass es die ÖVP zerreißen würde, wenn sie in eine Koalition mit der FPÖ gehen würde, die wahrscheinlich den Bundeskanzler stellen möchte. Und insofern, glaube ich, wird sich die Frage nicht stellen. Ich kenne den Bürgermeister Habler schon noch aus meiner Zeit als Landeshauptmann. Die Zusammenarbeit war nicht unbedingt fruchtbar, aber das sagt nichts für den Weg in die Zukunft. In Traiskirchen gestern Nachmittag. Babler unterwegs nach Wien. Ja, warte mal, ich kriege einen Anruf. Den nehme ich noch. Den nehme ich jetzt nicht. Unerfreuliche Nachrichten wird es an diesem Tag noch einige geben. Bablers Gattin ist an seiner Seite. Längst wird hinter den Kulissen Bablers Zukunft als Parteichef in Frage gestellt. Ja, logischerweise gibt es immer ein paar, die mit Veränderungen Probleme haben. Aber es gibt eigentlich gar nicht die Fragestellung bei uns. Ich lese sie ab und zu, muss mich darüber wundern. Ich glaube, auch viele, die da mitgenannt werden, müssen sich auch darüber wundern. Aber mit dem Spiel muss man nicht mitspielen. Sie bleiben Parteivorsitzender und werden auch die, allenfalls die Regierungsverhandlungen führen. Ja, ist ja ganz logisch, dass wir sozusagen auch das Mandat dazu bekommen haben. Die SPÖ erstmals nur Dritte. Mit dem schlechtesten Ergebnis ihrer Geschichte. Und dennoch, öffentliche Kritik an Andreas Babler gibt es keine. Werden die Gräben in der Partei jetzt noch tiefer, dass dann die Stimmen lauter werden, die sagen, Herr Babler hatte seine Chance, aber er ist gescheitert? Nein, ich glaube, das wäre der größte Fehler, den man jetzt begehen kann, zu glauben, man kann jetzt, indem man den Spitzenkandidaten eliminiert, dann wirklich damit dann ein etwas Neues und etwas Besseres erreichen. Werden die Gräben jetzt noch tiefer und schon bald wird jemand sagen, Babler muss weg? Ja, sicher. Das kommt ganz klar. Aber er soll auf jeden Fall bleiben, er soll nicht aufgeben. Er soll den Weg weitergehen, die Unterstützung der Basis hat er. Soll er Parteivorsitzender bleiben bei diesem Ergebnis? Er ist gewählt, er hat alles gegeben in diesem Wahlkampf und ich gehe davon aus, dass seine Person nicht zur Diskussion steht. Babler fehlt zwar die Breitenwirkung, aber er hat eine eingeschworene Fangemeinde hinter sich. Helft's mir, dass ich hoffentlich gute Verhandlungen führen kann, aber die Blauen werden wir versuchen zu verhindern in diesem Land. Herzlichen Dank, Freundschaft. Das mit der Freundschaft ist so eine Sache in der SPÖ. Heute stellen sich die Gremien hinter ihren Vorsitzenden und nominieren ein Verhandlungsteam. Babler ist am Papier Verhandlungsführer. Die Linie vorgeben sollen andere, die Gewerkschaft und die Wiener. Da darf man keine Maximalforderungen stellen. Man darf nicht mit Forderungen in die Verhandlungen gehen, von denen man von Haus aus weiß, dass sie beide andere Partner, ÖVP und NEOS, auf jeden Fall ablehnen werden, das macht ja keinen Sinn. Ja? Dann verhandle ich beim Fenster hinaus und will nicht abschließen. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt, das zu klären. Der Verhandlungspoker hat begonnen. Eine Zusammenarbeit mit den Blauen unter Parteichef Kickl bleibt für die ÖVP Druckmittel. Wir haben klar Herbert Kickl ausgeschlossen von Regierungsverantwortung, bei dem bleibt es. Wir haben keine Ahnung, mit welchem personellen Angebot die FPÖ in Verhandlungen gehen will, mit wem sie diese Verhandlungen dann führen will. Nur damit ich Sie richtig verstehe, eine Koalition mit dem Rechtsextremen, mit dem Sicherheitsrisiko, mit dem Verschwörungstheoretiker Herbert Kickl, alles Worte von Karl Nehammer, als Parteiobmann der FPÖ ist denkbar. Welchen Parteiobmann eine Partei wählt, ist keine Entscheidung von mir. In einer TV-Konfrontation vor nicht einmal zwei Wochen klang das noch anders. In beides. Es geht beides nicht, wenn als Parteichef nochmals, auch damals bei Jörg Haider, das gleiche Spiel, von hinten heraus dann die Koalition torpedieren, die Parteispaltung zu provozieren, all das ist auch Herbert Kickl zuzutrauen. Bleibt noch eine Hintertüre offen? Für Spekulationen ist zumindest gesorgt. Anhaltspunkte für eine schnelle Regierungsbildung gibt es nicht.
Ich glaube, in der ÖVP will man ja sowohl mit Herbert Kickl nicht als auch mit Andreas Babler nicht. Ist ein bisschen schwierig, wenn es eine Partei gibt, die versucht, sich die Parteiobleute der anderen auszusuchen. Aber ich glaube, die ÖVP spielt eben darauf Zeit und das versucht Herbert Kickl zu unterwandern. Aber auch Andreas Babler, der bereits ebenfalls sein Sondierungsteam bekannt gegeben hat. Beide wissen natürlich, was die ÖVP vorhat, nämlich spielen auf Zeit und das wird man nicht zulassen wollen. Die FPÖ genießt nach ihrem historischen Sieg ihren traditionellen blauen Montag und legt noch einen blauen Dienstag drauf. Vorerst lassen sich auch die Freiheitlichen Zeit. Ja, die einen wollen aufs Tempo drücken, die anderen sich vermutlich Zeit lassen. Und so könnte es diesmal länger dauern, bis eine Koalition steht. Sehen wir uns daher an, was wünschen sich eigentlich die Wählerinnen und Wähler? Jene der FPÖ wollen wenig überraschend Herbert Kickl und die Freiheitlichen in einer Regierung sehen. Am liebsten mit der ÖVP. Das geht aus der ORF-Wahlbefragung klar hervor. Und welche Koalitionen bevorzugen Wählerinnen und Wähler von SPÖ, ÖVP und NEOS? Das sehen wir uns jetzt kurz an. Fast alle ÖVP-Wählerinnen und Wähler wünschen sich naturgemäß die eigene Partei in der Regierung. 40% von ihnen wollen die NEOS als Koalitionspartner. Dicht gefolgt auf Platz 3 die SPÖ mit 39%. Nur knapp ein Viertel der ÖVP-Wähler möchte eine Koalition mit der FPÖ sehen. Abgeschlagen bei nur 22% landet der bisherige Koalitionspartner, die Grünen. Neben der eigenen Partei wünscht sich knapp die Hälfte der SPÖ-Unterstützer die ÖVP in der Regierung. Auf Platz 3 landen die NEOS mit 35% als möglicher Koalitionspartner. Fast gleichauf sind die Grünen. Ein Zehntel hätte gern die KPÖ in der Regierung gehabt. 94% der NEOS-Wählerinnen und Wähler wollen die eigene Partei in der Regierung und 53% der pinken Wähler hätten am liebsten die ÖVP als Partner. Auf Platz 3 landen die Grünen mit 35%. Ein Drittel möchte eine Koalition mit der SPÖ. Nur 11% wollen die FPÖ als Regierungspartner. Ja, was bedeutet dieser viel zitierte Wählerwille für eine Regierungsbildung in den kommenden Wochen? Das analysieren wir jetzt live aus unterschiedlichen Perspektiven. Hier bei mir im Studio mit Politikberater Thomas Hofer. Danke fürs Kommen. Schönen guten Abend, Frau Schnabel. Und Wahlforscherin Katrin Popotnik von der Universität Graz. Ebenfalls danke fürs Kommen. Schönen Abend. Frau Popotnik, wir haben es gerade aus Ihrer Wahlbefragung gehört. Der Wählerwunsch mehrheitlich ist nicht unbedingt der, dass die FPÖ in einer Regierung sein muss. Allerdings waren ein sehr starkes Wahlmotiv. Inhalte, insbesondere die Teuerung. Wie passt das dazu, dass man die ÖVP in einer Regierung sehen will, die ja zuletzt verantwortlich in einer Regierung dafür war und abgestraft wurde, muss man sagen, mit einem historischen Minus? Ich denke, das liegt an den drei großen Wählergruppen und auch an der politischen Realität. Die ÖVP-Wählerschaft will die ÖVP in der Regierung. Die FPÖ-Wählerschaft will gerne mit der ÖVP, wohl wissentlich, dass die anderen Parteien ja eine Koalition mit ihrer Partei ausgeschlossen haben. Und auch die SPÖ-Wählerschaft will vor allem die ÖVP in einer gemeinsamen Regierung, ebenfalls wohl wissentlich, dass auch die eigene Partei eine Koalition mit der FPÖ ausgeschlossen hat. Weil sie das Thema Teuerung angesprochen hat, das ist ganz interessant. Bei diesem so wichtigen Thema ist es auch den Oppositionsparteien, den damaligen SPÖ und FPÖ, nicht gelungen, die Themenführerschaft an sich zu ziehen. Das ist in etwa gleich verteilt zwischen ÖVP, SPÖ und FPÖ. Bleiben wir bei der Noch-Kanzlerpartei, nämlich aktuell der ÖVP. Und da ist die Situation, Herr Hofer, wirklich paradox. Denn nämlich an der ÖVP, die Wahlverliererin, muss man sagen, kommt niemand vorbei, der in eine Regierung will. Und da lohnt sich das genaue Hinhören. Wir haben es im Beitrag gehört, sehr gut am Wahlabend. Das absolute Nein von Karl Nehammer noch vor 3 Wochen auch zu Herbert Kickl als Parteichef, das hat sich schon gestern bei Generalsekretär Stocker in der ZIP2 nicht mehr so angehört. Sehen wir gerade, dass da die ÖVP die Tür öffnet Richtung FPÖ? Ja, sie macht das jedenfalls taktisch. Warum? Weil es ist überhaupt eine Zeit des Tarnens und Täuschens. Und die ÖVP war in der Geschichte auch immer sehr gut darin, sich unterschiedliche Koalitionsoptionen offen zu halten. Das heißt, anstatt sich da SPÖ und NEOS zu sehr auszuprobieren,
auszuliefern. In einer Koalition, wo es quasi keine Alternative gibt, versucht man eben genau das aufzumachen. Hinter den Kulissen passiert gerade noch was anderes. Man versucht auch ein bisschen beim Bundespräsidenten vorzufühlen, ein bisschen dazu zu drängen, doch zumindest den Sondierungsauftrag dem Herrn Kickl zu geben, um dessen Erzählung, von wegen schon wieder mal ist das Establishment gegen mich, ein wenig aufzuweichen. Also das ist jetzt eine Zeit, und das wird wohl einige Wochen dauern, der taktischen Spielchen. Nicht mehr so lange ist es ja zur konstituierenden Sitzung des Nationalrates, wo eben die neuen Mandatarinnen und Mandatare angelobt werden. Das ist der 24. Oktober. Und normalerweise ist es auch der Tag, wo der oder die Nationalratspräsidentin gewählt wird. Jetzt muss ich ein bisschen ausholen, denn das, was sich so Usance nennt, ist ein ungeschriebenes Gesetz bisher, dass immer die stimmenstärkste Partei, das wäre in diesem Fall die FPÖ, dieses Amt bekommt und er oder sie gewählt wird. Werner Kogl hat am Wahlabend schon klargemacht, er will mit dieser Usance brechen, auch die SPÖ. Könnte das eine erste Vorentscheidung für eine Koalition sein, nämlich für wen entscheidet sich die ÖVP? Das denke ich schon, das wird interessant sein zu beobachten, wie sich die ÖVP entscheidet. Sie haben angesprochen, es ist eine Usance, aber auch die ist nicht in Stein gemeißelt. Es steht nirgends und bis in die 80er Jahre hat man sich beispielsweise auch nicht erste, zweite und dritte zwischen erststärksten, zweitstärksten und drittstärksten Partei aufgeteilt, sondern die stärkste Partei Platz, also den ersten Nationalratspräsidenten und den dritten erhalten. Also ich denke, das ist auch etwas, wo man mehr parlamentarischen Wettbewerb durchaus wagen darf. Das große Aber, das ich anhängen möchte, ist die Gefahr, dass das gerade jene Menschen, die die FPÖ gewählt haben und deren Demokratiezufriedenheit bereits sehr angekratzt ist, hier noch einmal einen Dämpfer geben könnte, wenn man dann gerade zu diesem Zeitpunkt auch von dieser Usance abweicht. Für mich, denke ich, wäre das Wichtigste, dass man eine Person findet, die die Demokratie und den Parlamentarismus im Geist trägt, weil wir sehen es eben, vieles ist nicht formal festgeschrieben. Vieles hängt auch davon ab, dass die handelnden Personen hier die Werte Demokratie, Parlamentarismus hochhalten. Ja. Ist ja vor allem dem Bundespräsidenten wichtig. Zu seiner Rolle kommen wir noch, aber ich möchte noch auf die SPÖ eingehen. Mhm. Denn die Gremien haben heute getagt und man muss ganz klar sagen, Andreas Babler hat sein Ziel, Erster zu werden, Kanzler zu werden, ganz klar verfehlt. Es ist, wenn auch mit einem kleinen Minus von 0,1 Prozentpunkten, der historisch schlechteste Platz, nämlich Platz 3 geworden. Burgenlands Landeshauptmann Doskozil sieht darin keinen Regierungsauftrag. Das Gremium hat aber heute Andreas Babler mit einem Sondierungsteam ausgestattet. Heißt das, er sitzt jetzt fest im Sattel, trotz aller Kritik während des Wahlkampfes? Na, so will ich es nicht formulieren, aber natürlich versuchen gerade Gewerkschaft und Wien, ihn, wie soll ich sagen, einzunorden, sodass er auch auf Koalitionsfähigkeit gebürstet wird. Es ist aber klar, dass der burgenländische Landeshauptmann das anders sieht. Er hat im Jänner dann Landtagswahlen zu bestreiten und dort wird, und da schließt sich der Kreis in Richtung der Frage des Nationalratspräsidenten, möglicherweise Herbert Kickl, gern Norbert Hofer platzieren. Das könnte dann knapp werden mit der absoluten Mehrheit. Das heißt, da gibt es ein Drohpotenzial. Deswegen will Doskozil nicht, dass sich das schon vor seiner Wahl in Richtung einer dann nicht mehr großen, sondern kleinen Koalition dreht, allenfalls mit den Neos. Also auch hier sehen wir das taktische Spiel. Und es könnte durchaus so sein, dass Herbert Kickl Richtung Nationalratspräsidium es darauf anlegt, eine Person zu nominieren, die eben für andere in einer im Übrigen geheimen Wahl nicht so leicht akzeptabel ist, um eben genau diese Antisystembotschaft wieder zu beleben und noch einmal neu aufzuladen. Dann blicken wir auf den 24. Oktober, da geht es um Mehrheiten und das wollen wir jetzt ein bisschen noch kurz sortieren. Mhm. Der Wählerwille wird immer betont am Wahlabend, da geht es um den Erstplatzierten, aber es geht ja nach der Wahl um das Finden von Mehrheiten im Nationalrat. Und blicken wir kurz zurück, Herr Hofer, ins Jahr 2000. Das ist nicht das erste Mal, wenn es jetzt so kommen würde, sondern es war im Jahr 2000 da schon einmal. Der Erstplatzierte, in dem Fall war es die SPÖ, nicht in der Regierung war, sondern Zweiter und Drittplatzierte, es kam Schwarz-Blau. Diese Erzählung von Herbert Kickl, der dann von einer, wenn das jetzt so kommen würde, Koalition der Verlierer spricht, verfängt die? Denn damals war auch die FPÖ in so einer Regierung, eben wo sie nicht den Platz 1 hatte und auch nicht die ÖVP. Also sie verfängt dort, wo er natürlich seine Zielgruppen hat. Und im Emotionsmanagement ist Herbert Kickl wirklich Meister. Das haben wir jetzt gesehen bei der Wahl. Zumindest die Ernte hat er gut eingefahren. Und natürlich ist es richtig, und der Vergleich mit dem Jahr 99/2000 ist richtig, auch da haben wir im Übrigen 2 Monate gebraucht, bevor es überhaupt einen offiziellen Regierungsbildungsauftrag gab, damals an Viktor Klima. Sie haben vollkommen recht, eine Mehrheit
Mehrheit ist eine Mehrheit. Und es wäre nichts anderes als damals mit Viktor Klima. Damals war natürlich die SPÖ sehr emotionalisiert. Mhm. Und Herbert Kickl würde genau das, wenn es jetzt mit umgekehrten Vorzeichen wieder passiert, also der Erste quasi wieder durch die Finger schaut, natürlich versuchen zu nutzen, bei zahlreichen Landtagswahlen versuchen abzusammeln und eben da vielleicht dann sogar die 30% Hürde quasi zu nehmen, zumindest mal in den Umfragen. Gut. Davor hat aber der Bundespräsident ein noch gewichtiges Wort mitzureden, denn er entscheidet ja, ob er Sondierungsgespräche veranlasst, um dann möglicherweise auch einen Regierungsbildungsauftrag zu erteilen. Bevor wir uns die Rolle Alexander Van der Bellens genauer ansehen, ein Blick auf die Neos und die Grünen, denn beide wollen im Fall einer Koalition mitregieren. Wer nach dem gestrigen Wahlergebnis auch strategisch die besseren Karten hat, haben sich Stefan Daubauer, Helga Lassan und Sabina Redl angesehen. Bei den Neos ist gestern Abend der Jubel groß. Spitzenkandidatin Beate Meindl-Reisinger wird euphorisch gefeiert, obwohl das Plus nur ein kleines ist. Bravo, Beate! Und auch bei den Grünen gibt es überraschenderweise Partystimmung, trotz großer Verluste. Die Bierpartei, bei Bierpartei und KPÖ herrscht Tristesse. Es heißt, leider nein, mit dem erhofften Einzug in den Nationalrat klappt es nicht. Die Neos zeigen sich demonstrativ zufrieden. Um 17 Uhr freut man sich über die Zugewinne, ist überzeugt, dass man auf die richtigen Themen gesetzt hat und hofft auf eine Regierungsbeteiligung. ÖVP und Grüne haben gemeinsam 17 Prozentpunkte verloren. Kann man sich da wirklich über einen Gewinn von 1 Prozentpunkt so freuen wie heute? Es ist ein Wachstum und darüber freuen wir uns. Wir sind wieder gewachsen wie immer, wenn auch nur ein wenig und stetig, seit es uns gibt. Und dafür sind wir dankbar und wir sind zufrieden. Man muss das Zuwachs natürlich in Relation zur Größe der Partei sehen. Und ich glaube, das ist durchaus beachtlich. Wenn es nur zwei Gewinnerinnen gibt nach dieser Wahl, Stand jetzt, und wir gehören dazu, dann glaube ich, lassen wir uns das Ergebnis auch nicht schlecht reden. Beate Meindl-Reisinger hat klar gesagt, dass es ein Sparpaket brauchen wird. Das ist jetzt nicht übertrieben populär, aber es ist richtig. Und ja, dann ist es halt manchmal so, dass nicht noch mehr Leute bei uns einkreuzen. Mehr Selbstkritik gibt es von Sepp Schellhorn. Nach einer kurzen Auszeit wieder bei den Neos aktiv. Das starke Abschneiden der FPÖ macht ihn nachdenklich. Das muss man akzeptieren. Und das ist wahrscheinlich auch ein Grund dafür, dass wir den Menschen zu wenig zugehört haben, dass wir immer ausgeschlossen haben und die Ränder vor allem auf der rechten Seite zu sehr ignoriert haben. Ich gebe ganz ehrlich zu, eine Zweistelligkeit hätte ich mir erwartet. Sollen die Neos jetzt in die Regierung drängen? Schwarz-Rot-Pink für Österreich wäre das Neuland. Ich glaube, dass die Neos hier schon eine sinnvolle Regierung hier mitmachen könnten. Auftrag, glaube ich, ist was anderes. Es wäre schön, wenn wir das Zünglein an der Waage wären. Also wenn man, so wie die Beate gesagt hat, sozusagen der Puffer zwischen Schwarz-Rot wird. Das wäre schön. Wer geht mit uns mutige Reformen an, dass wir tatsächlich ein reformkräftiges Österreich bekommen? Das ist die Frage. Und schon gestern Abend drängt auch die Parteichefin auf Verhandlungen mit ÖVP und SPÖ. Also werden wir das Gespräch suchen und schauen, dass wir nach Österreich das bringen, was wir versprochen haben, eine echte Reformkoalition. Auch die Grande Dame der Liberalen, Heide Schmidt, findet heute, dass die Neos es jetzt ernsthaft versuchen sollen. Die Erwartungen sollten aber nicht zu hoch gesteckt sein. Sie sollen sich natürlich bemühen, in eine Regierung zu kommen. Und es gibt zwei Gründe, warum sie das tun sollen. Erstens, weil man damit eine blau-schwarze Regierung verhindert. Und ich halte das für notwendig. Für Österreich, für Europa, für die Demokratie. Das ist der erste Grund. Der zweite Grund ist, weil sie damit die Chance haben, liberale Inhalte durchzusetzen. Das wird überschaubar sein im Ergebnis als kleiner Partner in einer Dreierkoalition. Aber mein Gott, der Erfolg besteht aus vielen Schritten. Wunden lecken, heißt es gestern im Wiener Metropol. Von der Regierungsbeteiligung haben die Grünen, ebenso wie die ÖVP, nicht profitiert. Hier ist man erleichtert, dass es nicht noch schlimmer gekommen ist. Wir hätten uns ein stärkeres Signal gewünscht, auch für den Klimaschutz, unbestritten. Das ist keine Frage. Aber es haben schon Regierungen in ganz Europa damit zu kämpfen, dass entlang der Krisen, die wir jetzt hatten in den letzten Jahren, es schwierig ist, sich zu behaupten. Wir haben uns unter diesen Bedingungen, finde ich, recht ordentlich geschlagen. Es haben jetzt ja viele schon völlig abgeschrieben gehabt. Der Parteichef gibt sich in Ansätzen selbstkritisch. Ich sage schon, ehrlich, ja,
Wir hätten uns ein besseres Ergebnis vorgestellt. Das muss ein Ansporn sein, dass wir selber besser werden. Wir haben sicher im Rückblick auch nicht immer alles richtig gemacht, ich auch nicht. Aber eingedenk dessen ist ja mal eine gute Voraussetzung, dass wir wieder zu dieser Stärke nach vorne kommen können. Und trotzdem hoffen die Grünen, wie auch die Neos, auf die kommenden Koalitionsverhandlungen. Klar ist, wir sind bereit, wieder Verantwortung zu übernehmen. Und wir sind aber jedenfalls im Parlament vertreten und werden auch dort eine starke Stimme sein. Dass die FPÖ Nummer 1 geworden ist und damit eine rechtsextreme Partei, muss wirklich ein Weckruf sein für uns alle, ein Weckruf für die Demokratie. Und jetzt geht es darum, dass die verantwortungsvollen Mehrheiten in diesem Land sich zusammensetzen und über Koalitionen reden. Die Grünen stehen jedenfalls dafür bereit. Monika Langthaler war in den 1990er Jahren Abgeordnete für die Grünen und leitet mittlerweile ein Beratungsunternehmen im Umweltbereich. Sie sieht die Rolle der Grünen jetzt in der Opposition. Werner Kogler sagt immer, er möchte weiter regieren. Ist das realistisch? Nein. Also ich glaube, man muss auch tatsächlich dann eingestehen, man hat verloren. Man hat vielleicht nicht gut genug kommuniziert oder warum auch immer. Man muss sich vielleicht auch wieder eine Phase gönnen, wo man sich regeneriert und wieder neu sortiert. Ich glaube, es ist unrealistisch, aber was weiß man? Politik ist voller Überraschungen und man kann natürlich nie voraussehen, was alles in den nächsten Wochen passiert. Aber aus heutiger Sicht würde ich nicht glauben, dass die Grünen in einer nächsten Regierung sind, vielleicht in einer übernächsten. Mit der ÖVP dürfte es ohnehin schwierig werden. Die Stimmung zwischen ÖVP und Grünen war am Ende nahe dem Nullpunkt. Und in Wien hat man zuletzt den ehemaligen Koalitionspartner SPÖ verstimmt. Verscherzen sich die Grünen immer mit ihren Koalitionspartnern? Ich stelle fest, dass Klimaschutz sowohl für die Roten als auch für die Schwarzen ein unfassbar hoher Preis ist, den sie nicht zahlen wollen. So, jetzt kann man darüber reden, ob wir es uns verscherzen oder die es sich mit der Zukunft verscherzen. Ich glaube, wir müssen Klimaschutz fordern und werden das machen. Nein, ich glaube, es ist nicht einfach, mit uns zu regieren. Ja. Ich sehe das aber eher als Kompliment. Wir haben bewiesen, dass wir unglaublich hartnäckig sind. Und auch wenn Neos und Grüne auf eine Dreierkoalition hoffen, die hält Andreas Koller von den Salzburger Nachrichten für unrealistisch. Naja, es ist schon so, dass natürlich eine Zweierkoalition ist ja schon sehr schwierig, wie man gesehen hat. Eine Dreierkoalition ist ja noch viel schwieriger, wo sie drei Parteien unter einen Hut bringen müssen. Zumal, wenn Sie sich anschauen, die Programme der ÖVP, der SPÖ und der Neos, das geht nicht zusammen. Und wie sich das in einem Koalitionspakt wiederfinden soll, da fehlt mir offen gestanden selber die Fantasie. Ernüchterung bei der Bierpartei. Die Umfragen hatten bis zuletzt den Einzug in den Nationalrat in den Bereich des Möglichen gerückt. Doch Dominik Vlasny will mit seiner Bierpartei weitermachen. Allein schon, um nächstes Jahr das 10-jährige Jubiläum zu feiern. Besser abgeschnitten hat die KPÖ mit 2,3% der Stimmen. Für den Einzug in den Nationalrat hat es auch diesmal wieder nicht gereicht. Den Schwung aus Graz und Salzburg konnten die Kommunisten nicht mitnehmen. Die Koalitionsverhandler brauchen laut Andreas Koller jedenfalls einen langen Atem. Dass heuer noch eine neue Regierung rauskommt, ich rechne eher mit nächsten Jahr, wenn überhaupt. Also ich schließe auch nicht aus, dass die Verhandlungen völlig festgelaufen sind und wir in einem halben Jahr neuerlich den Nationalrat wählen müssen. Die Wahl ist geschlagen. In den kommenden Wochen verlagert sich die Innenpolitik wieder weg von der offenen Bühne, mehr in die Hinterzimmer. Daher ordnen wir schon jetzt ein, was dort in den Hinterzimmern verhandelt werden könnte. Gilt es doch wie immer, wenn es um Koalitionen geht, Kompromisse zu finden. Herr Hofer, wenn wir auf die NEO schauen, unüberhörbar war es im Wahlkampf. Wir wollen unbedingt mitregieren, freilich dann an Bedingungen geknüpft. Und ein striktes Nein kam zu Vermögens- und Erbschaftssteuern. Jetzt regieren die NEOs zwar mit der SPÖ in Wien, nur dort werden solche Steuerfragen nicht verhandelt. Fehlt nicht nur dem Herrn Koller, sondern auch uns die Kreativität. Wie soll das zwischen ÖVP, SPÖ und den NEOS zusammengehen? Gibt es da so etwas wie einen Plan B für Kompromisse? Glaube ich noch nicht. Es ist ganz sicherlich so, nicht nur die Steuerfrage, auch andere Forderungen, zum Beispiel auch von NEOS-Seite in Richtung Pensionsreform, in Richtung Ende der Pflichtmitgliedschaft bei Arbeiterkammer und Wirtschaftskammer, das wird so nicht erfüllbar sein. Also ich glaube überhaupt, und darauf müssten auch die NEOS drängen, beziehungsweise sich alle verständigen, käme es wirklich dazu, man müsste 4, 5 große Reformbereiche, auch unerwartete vielleicht, definieren, um da irgendwie
irgendwie eine Vorwärtserzählung zustande zu bringen. Wenn man so verhandelt wie zuletzt immer, gerade in Richtung große Koalitionen, dann ist sozusagen der Keim des Scheiterns gleich wieder in einer solchen Koalition mit dabei. Die Grünen, Frau Popotnik, die haben einen Preis bezahlt fürs Regieren bei dieser Wahl. Sie kommen jetzt mit minus 5,6 Prozentpunkten hinter den Neos zum Liegen. Was heißt das für die Zukunft? Denn in knapp zwei Wochen wird gewählt in Vorarlberg und da regieren die Grünen auch als Juniorpartner mit der ÖVP. Ja, zwei Dinge sagt die Politikwissenschaft dazu, nämlich einerseits die Kosten des Regierens, die vor allem auch den Juniorpartner treffen, weil dieser Schwierigkeiten hat, sich hier auch in der Öffentlichkeit entsprechend zu positionieren. Und andererseits, dass es so etwas wie Effekte von der bundespolitischen Ebene auf die landespolitische Ebene gibt. Das heißt entweder Rückenwind oder eben Gegenwind, je nachdem, wie die Situation im Bund ist. Aber wenn wir jetzt auf eine Umfrage Anfang September für Vorarlberg blicken, könnte sich die Situation anders darstellen. Da waren die Grünen relativ stabil in Vorarlberg. Vielleicht ist auch ein Mitgrund, dass in Vorarlberg diese Erzählung, Vorarlberg ist anders als der Bund, wir sind weit genug weg von Wien, hier ein Stück weit besser funktioniert. Bleiben wir kurz bei Vorarlberg. Wie sehr muss sich die Landeshauptmannpartei, die ÖVP, fürchten? Eben diese Umfrage sagt für die ÖVP hier sehr massive Verluste voraus. Und natürlich, es geht hier auch um den Platz 1, um diesen Wettbewerb, ob man hier potenziell verliert gegen eine FPÖ. Derzeit ist die ÖVP in den Umfragen noch vorne. Ähnliches gilt für die Steiermark. Aber fassen wir jetzt einmal kurz zusammen. Keine leichte Ausgangslage also, wie gehört für eine Regierungsbildung. Ob und wer den vielbegehrten Auftrag dafür bekommt, dazu hält sich Bundespräsident Alexander Van der Bellen vorerst ja bedeckt. Wohl auch keine Überraschung nach der Kritik an seiner doch unmissverständlichen Aussage vor eineinhalb Jahren, wonach er Herbert Kickl und die FPÖ selbst als Wahlgewinner, Zitat, nicht befördern müsse. Was muss und was darf demnach der Bundespräsident, der nächste Woche dann alle Parteiobleute trifft? Das haben sich Laura Franz, Ilmaz Gülüm und Jürgen Klatzer genau angesehen. Viele Augen werden in den folgenden Wochen auf ihn gerichtet sein. Das historische Wahlergebnis könnte für Bundespräsident Alexander Van der Bellen zum Dilemma werden. Für den Karikaturisten ist klar, der Bundespräsident ist jetzt am Zug und der Ball liegt bei ihm. Der erste Schritt, der Auftrag zur Regierungsbildung. Jetzt ist einmal die Stunde des Bundespräsidenten, er ist am Zug. Das ist auch verfassungsrechtlich, glaube ich, sein wichtigster Auftrag und seine wichtigste Arbeit ist es, im Zuge der Regierungsbildung mitzuwirken. Der Bundespräsident ist der Einzige, der direkt demokratisch und mit absoluter Mehrheit legitimiert ist. Entsprechend weit ist sein Spielraum, wen er zum Bundeskanzler macht, sagt der Verfassungsjurist. Die Verfassung sagt auch nicht, dass konkret irgendjemand dementsprechend zu beauftragen oder auch nur zu ernennen wäre. Jeder, der dem Grunde nach die Voraussetzungen erfüllt, ein Minister, Ministerinnenamt oder Kanzlerin oder Kanzler zu sein, kann vom Bundespräsidenten, von der Bundespräsidentin ernannt werden. Das heißt, Sie oder ich, jederzeit könnt ihr uns den Anruf eilen. Weil eine Regierung auch eine Mehrheit im Parlament braucht, ist es Staatspraxis, den Regierungsbildungsauftrag an die stimmenstärkste Partei zu vergeben. Auch Van der Bellen hat das in seiner Amtszeit schon zweimal so getan. Beide Male an die ÖVP. Der aktuell Erstplatzierte rechnet jedenfalls auch am gestrigen Wahlabend noch damit. Herr Kickl, was erwarten Sie sich jetzt vom Bundespräsidenten? Dass er die Schönheit der Verfassung ernst nimmt. Doch schon kurz nach seiner Wiederwahl war Van der Bellen auf die Frage, ob er Kickl einen Regierungsbildungsauftrag geben würde, sehr deutlich geworden. Eine antieuropäische Partei, eine Partei, die den Krieg Russlands gegen die Ukraine nicht verurteilt, werde ich nicht durch meine Maßnahmen noch zu befördern versuchen. Darauf können Sie. Das darf man nicht sagen. Das darf man nicht sagen. Wir wissen, was Sie meinen. Damit können Sie rechnen. Allerdings, in der Verfassung ist ein Regierungsbildungsauftrag nicht explizit vorgesehen, sagt der Rechtsexperte. Die Verfassung kennt das Wort Regierungsbildung oder Auftrag zur Erteilung einer Regierungsbildung
in einem Gesamtkomplex nicht. All das ist im Wesentlichen Staatspraxis. Was wäre, wenn der Erstplatzierte den Auftrag aus der Hofburg nicht bekommt? Anneliese Rohrer, die seit 50 Jahren Regierungsbildungen journalistisch beobachtet, relativiert die Bedeutung. Das wäre ein Buch mit Usancen, aber das ist ganz was anderes wie ein Verfassungsbuch. Und wir sollten jetzt endlich aufhören, diese Dinge zu vermischen und zu dramatisieren. Es wäre ein Buch mit den Usancen. Die sind aber nirgends rechtlich festgelegt. Wichtiger als der Regierungsbildungsauftrag ist, welche Parteien in den Sondierungsgesprächen eine Mehrheit finden. Heinz Fischer ist einer der wenigen, die wissen, was im Hintergrund vor einer Angelobung besprochen wird. An seine eigenen erinnert er sich noch gut zurück. Naja, der Moment einer Regierungsbildung ist schon immer ein historischer Moment. Ich kann mich an sehr, sehr viele Regierungsbildungen erinnern. Sie sehen, das Händeschütteln ist ein recht intensives. Und jünger war man auch noch ein bisschen. Kann der Bundespräsident während der Sondierungen zwischen den Parteien Forderungen an die künftige Regierung durchsetzen? Die Möglichkeiten sind beschränkt. Ob er unverbindlich von Gentleman zu Gentleman gemeinsame Überlegungen anstellt oder ob das sogar, wie es, glaube ich, auch geschehen ist unter Klestils Zeiten, so eine Art Präambel formuliert wird, das ist im Einzelnen nicht geregelt und daher gibt es da einen gewissen Spielraum, der aktuell werden kann oder keine Rolle spielt. Mit der Staatsüsance wurde schon einmal gebrochen. Im Jahr 2000 verhandelten FPÖ und ÖVP ohne Auftrag eine Regierungskoalition. Sie lagen nach der Wahl an zweiter und dritter Stelle. Der Wahlsieger, die SPÖ, musste in Opposition. Die eiserne Miene von Bundespräsident Thomas Klestil bei der Angelobung ging in die Geschichte ein. Heinz Fischer war damals Nationalratspräsident für die SPÖ. Er hätte sich naturgemäß seine Partei an der Spitze der Regierung gewünscht. Rückblickend sieht er die Sache gelassen. Die SPÖ hat das als demokratische Partei zur Kenntnis genommen. Der Vorgang war nicht verfassungswidrig. Es war keine Demokratiekrise in dem Sinn, dass man schwere Belastungen für die Demokratie hätte befürchten müssen. Egal ob beim Regierungsbildungsauftrag oder im dritten und letzten Akt der Angelobung, sobald die Parteien eine stabile Mehrheit gefunden haben, bleiben dem Bundespräsidenten nicht viele Optionen, auch wenn es ihm nicht gefällt. Sollte es eine parlamentarische Mehrheit für eine Koalition geben, sei es welche auch immer und sei es auch eine mit blauer Beteiligung, glaube ich nicht, dass er allalong das verhindern kann und soll. Es kann jeder, der zu ihm kommt und sagt, ich habe eine Mehrheit im Parlament, den kann er angeloben. Er muss ihm nicht angeloben, aber dann haben wir eine Verfassungskrise oder er muss zurücktreten und dann ist also wirklich Feuer am Dach. Eine Mehrheit im Parlament müsste er akzeptieren. Also verhindern wird man es letzten Endes nicht können, wenn es die Mehrheit im Parlament hat. Van der Bellen wird wohl als der Bundespräsident mit den meisten Angelobungen von Regierungsmitgliedern in die Geschichte eingehen. Auch den aktuellen Wahlsieger Herbert Kickl hat er bereits angelobt, als Innenminister unter Kanzler Kurz. Rund eineinhalb Jahre danach hat Van der Bellen den Freiheitlichen auf Wunsch von Kurz nach dem Ibiza-Skandal wieder entlassen. Das erste Mal in der Zweiten Republik. Danach vertraute Van der Bellen auf eine Expertenregierung. Das Vertrauen des Präsidenten wird also auch für die neue Regierung entscheidend sein. Es gibt keine Regierung auf Dauer, die nicht A entsteht durch das Vertrauen des Bundespräsidenten und B längerfristig agieren kann durch das Vertrauen im Nationalrat. Sondierung, Regierungsbildungsauftrag, Angelobung.
Bis der Zug am Ziel ist, wird es noch viele Gespräche brauchen. Auch hinter dieser Tür. Das klingt nach viel Geduld bis zur nächsten Regierung, Frau Bobrotnik. Aus der Forschung, mit dem Blick in die Geschichte, reden wir da von Wochen, reden wir da von Monaten? Weil diesmal ist die Ausgangslage tatsächlich eine sehr schwierige. Im Schnitt dauert es in Österreich gut 60 Tage, bis eine neue Regierung steht, wobei gerade die jüngeren Verhandlungen länger gedauert haben. Ich möchte aber ganz gern noch mal die Frage nach, wer hat das Heft des Handelns in der Hand aufgreifen. Wir haben es gehört, der Bundespräsident hat keine formale Voraussetzung, dass es diesen Regierungsbildungsauftrag braucht. Es liegt bei den Parteien als repräsentative Demokratie. Sind wir eine Parteiendemokratie? Und da vor allem bei der ÖVP einfach, weil sie die meisten Möglichkeiten hat und daher die meiste Macht in Verhandlungen. Innerhalb der ÖVP wäre man entweder beim Obmann Nehammer, der formal natürlich viel Macht hat, aber wir wissen auch, Obleute haben die Macht je nach den Wahlergebnissen und da musste Nehammer bei dieser Wahl und auch in der Vergangenheit Verluste einfahren. Das heißt, wir kommen schon auch wieder zu den ÖVP-Landeshauptleuten und deren Macht in der Partei bei der Frage, wie die nächste Regierung aussehen will. Da hat sich aus der Steiermark Drexler für SPÖ-ÖVP so Präferenzen ausgesprochen. Bei den anderen war das gar nicht so klar. Die haben eher, wenn sie sich geäußert haben, wiederholt nicht mit Kickl. Und das finde ich insofern bemerkenswert, da keiner gesagt hat, naja, jetzt sieht die Lage überhaupt anders aus, weil jetzt wäre man ja gemäß Wahlergebnis sogar ein Juniorpartner. Das bestimmt wieder der Standpunkt, den Standort und umgekehrt. Aber kommen wir noch einmal zurück zur Macht des Bundespräsidenten. Macht jetzt wirklich als Zitat wortwörtlich genommen, hängt natürlich von der Auslegung der Verfassung ab. Und noch einmal zurück ins Jahr 2000. Wir haben es gerade gesehen, die steinerne Mine von Thomas Klestil. Jetzt ist aber Herbert Kickl etwas gelungen, was selbst damals Jörg Haider nicht gelang, nämlich Platz 1 mit fast 29%. Wenn sich das nicht in ein Regierungsticket umwandeln lässt, mangels Mehrheiten, worauf dürfen wir uns einstellen? Wie schaut dann der politische Alltag in Österreich aus? Na, es kommt darauf an, wie sich das realisiert. Aber klar ist, die Art und Weise, wie man das nicht umwandelt, wird sozusagen da die Emotionen auch durchaus sozusagen tatsächlich formen in einer gewissen Art und Weise. Wenn Kickl den Regierungsbildungsauftrag bekäme, worauf jetzt nicht viel hindeutet, in der Präsidentschaftskanzlei, glaube ich, spielt man eher etwas auf Zeit, dann gibt es natürlich die These, dass man sagt, na, dann könnte er ja auch scheitern. Nicht? Das wäre eine Form, wie sich das umwandelt, wo er dann natürlich auch so dasteht, als einer, der sich da quasi nicht durchgesetzt hätte. Aber ich sage schon dazu, gibt auch zwei andere Möglichkeiten, nämlich einmal, und das ist sicherlich etwas, womit Kickl rechnet, dass er eben gar nicht vorgelassen wird, dass er eben als erster quasi in seinen Worten ausgegrenzt wird. Da kommt dann wieder die Opferrolle der FPÖ zu tragen. Und wenn er, und das glaube ich treibt den Bundespräsidenten um, mal neben seiner grundsätzlichen Reserviertheit, was eine grundsätzliche Angelobung von Herbert Kickl angeht, dass wenn er ihm sozusagen den Auftrag gibt, dass natürlich Kickl dann auch thematisch durchaus die Agenda bestimmen könnte. Er könnte Angebote auch öffentlich machen, wo dann sich eine ÖVP zum Beispiel sehr, sehr schwer tut, denn es gibt diese Überschneidungen, das auch abzulehnen. Also da könnte er natürlich dann schon Meter machen. Wie gesagt, politisches Geschick hat er bisher durchaus schon bewiesen. Aber wenn man genau hingehört hat bei Alexander Van der Bellen, Frau Bobrotnik, dann hat er ja schon mit auf den Weg gegeben, was ihm wichtig ist. Und das waren die Menschenrechte, das ist natürlich die EU, das ist natürlich, wenn man hernimmt, dieses demokratische Miteinander. Ist es überinterpretiert, wenn man schon rausliest, das klingt FPÖ-kritisch, also geht das mit der FPÖ so zusammen? Ich denke, FPÖ-kritisch kann man bei seinen Worten durchaus herauslesen. Aber er zeigt ja auch immer wieder, dass es ihm eben um die Werte geht. Und ich glaube, am Ende des Tages kommt es tatsächlich darauf an, welche Parteien vor dem Bundespräsidenten stehen und eine parlamentarische Mehrheit präsentieren können. Also eine Koalition, die sich auf eine parlamentarische Mehrheit im Nationalrat stützen kann, weil eben der Nationalrat die Möglichkeit hat, Misstrauensvotum auszusprechen. Jetzt sind wir schon sehr im Spekulativen, aber letzte Frage, wird es dann wieder eine berühmte Präambel brauchen?
Das kann durchaus sein, aber noch was zur Macht des Bundespräsidenten. Ich glaube, die Reale, die er hat, ist hinter den Kulissen. Er kann keine Mehrheit verhindern, natürlich nicht, ist auch gut so im Übrigen im Nationalrat, aber er kann natürlich versuchen, im Hintergrund die Fäden zu ziehen und das in die Bahnen zu lenken, die ihm noch lieber wären als anderes. Dann sage ich danke, Herr Hofer, und danke, gerne, Frau Papotnik, für Ihre Analyse. Ja, und Ihnen danke fürs Zusehen, ausnahmsweise heute am Montag, am Tag nach der Wahl. Dafür sind Sie morgen ab 21.05 Uhr Thema hier auf ORF 2. Und jetzt geht es gleich weiter mit einem runden Tisch nach der Wahl unter der Leitung von Tobias Pötzelsberger. Und ich melde mich dann nächsten Dienstag aus Vorarlberg mit einer Runde der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten vor der Landtagswahl. Wir sagen für heute danke, machen Sie es gut und kommen Sie gut durch die Woche.